Herzlich willkommen zu einem Part von Projekt 100. Wir sind hier wieder auf der Farm, die das Ziel hat, irgendwann Level 100 zu erreichen. Wann steht noch in den Sternen? Part Nummer 9 hier auf jeden Fall. Heute steht im Fokus das Doppelgeld-Besucher-Event. Das wird so ungefähr ab Minute 6, ab Minute 7 der Fall sein. Wir werden heute ansonsten noch viele Derby-Aufgaben machen, viele LKW-Aufgaben. Eher weniger beleben. Ich habe meinen Fokus bei diesem Derby hauptsächlich auf LKW-Aufgaben gesetzt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Eine Minenaufgabe war dabei, die habe ich jetzt nicht im Video. Füttern war, glaube ich, auch einmal dabei oder zweimal auch nicht im Video. Das habe ich nämlich nur so nebenbei gemacht. Immer wenn ich beim Füttern konnte, direkt mal gemacht. Und eine Maisaufgabe werden wir auch noch am Ende sehen. Ja, zu dem Doppelgeld-Besucher-Event kann ich euch Folgendes sagen. Natürlich habe ich, wie auch auf meiner ersten Farm, den Fokus sehr auf die Büsche gelegt. Himbeeren, Brombeeren, Äpfelbäume, Kirschbäume. Mehr habe ich im Moment nicht zur Verfügung. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass Besucher-Event trotzdem zu spielen. Außerdem habe ich sehr viel eingekauft für das Event. Ich war mal wieder shoppen, wie im Aldi, wie Tom. Man kennt ihn. Shopping muss sein. Ja, ich habe wieder investiert, um mehr Geld rauszubekommen. Ich habe mal wieder sehr viel Mathe hier eingesetzt in dem Part. Ich habe nämlich sehr viel Chili-Popcorn und Speck und Eier gekauft. Da war mein Fokus auf jeden Fall drauf. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, mein Maximum an Chili-Popcorn war 110. Ich habe sehr viel rumexperimentiert, was ich wie viel verkaufen konnte. Ich hatte glücklicherweise das Glück, dass ich kurz bevor das Doppelgeld-Besucher-Event gestartet hat, konnte ich mein Silo und meine Scheune erweitern. Ja, da habe ich mich richtig gefreut, ey. Ohne Scheiß. Deswegen hatte ich da auch mehr Platz zur Verfügung. Ich konnte leider mein Land nicht erweitern. Ich habe aber trotzdem ein paar Landsachen verkauft. Ich glaube, ich habe es rausgestellt, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur ein paar überschüssige Holzhämmer verkauft. Ich weiß nicht, warum ich Holzhämmer so viel habe. Die Schaufeln, TNT und Dynamit habe ich meinem ersten gegeben, weil ich die nicht mehr brauchte. Hier auf der Farm. Zumindest nicht für das Event. Und wir sind Level 27 geworden. Das habe ich leider weggeschnitten. Beziehungsweise habe ich es nicht mit aufgenommen. Sorry dafür. Wir haben den Angelbereich freigeschaltet. Drei neue Felder und die dritte Kuhweide, was mega geil ist. Da freue ich mich sehr drüber. Die dritte Kuhweide ist sehr wichtig. 15 Milch in einer Stunde statt 10. Ist erstens wichtig, falls wir mal Katzen bekommen. Zweitens wichtig für Käse, Butter und so. Sahne produziere ich im Moment noch nicht so. Wir haben noch nicht den... wie heißt das Ding nochmal? Wir haben noch nicht... Ah, wie heißt das Ding, wo man Kaffee und so macht? Espresso und sowas. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Kaffeekiosk. Nee. Ich glaube Kaffeekiosk heißt der. Bin mir gerade nicht sicher. Den haben wir noch nicht, deswegen da wird Sahne sehr viel benötigt, denn für den Espresso braucht man... Ne, da braucht man nur weißen Zucker für. Aber wir brauchen dann für Himbeermokka, Mokka, für heiße Schokolade brauchen wir Sahne. Eismäßig sind wir auch noch nicht so auf Touren. Deswegen ist bei mir immer noch im Vordergrund die Butterproduktion. Wird sich aber irgendwann ändern und auf Sahne umschlagen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber im Moment ist Butter auf jeden Fall noch das Beste, was wir machen können in der Molkerei. Über Nacht natürlich Käse. Deswegen im Moment der Butterfokus. Und 15 Kühe sind da auf jeden Fall besser als 10. Deswegen der Fokus. Hier ernte ich schon mal ein paar Himbeeren für das Doppelgeld-Besucher-Event. Ich habe alles, was ich den Besuchern gegeben habe, reingeschnitten. Startet, wie gesagt, gleich. Werdet ihr auch im Video sehen, wann das Event startet. Habe ich extra noch gehighlightet und ins Video reingenommen. Ja, was kann ich noch sagen? Gerade eine Fütteraufgabe am Start. Ich dachte, die hätte ich rausgeschnitten, möglichst. Aber ich glaube, ich habe eine andere rausgeschnitten. Boah, ich weiß gar nicht mehr. So viel Spielzeit. Ich bin schon komplett durcheinander, was hier drin, was raus ist. Wechsel dann kurz das Lied. Ja, Doppelgeld-Besucher-Event. Ich hatte auch überlegt, ob ich noch... Ich hatte noch irgendwas überlegt, was anderes noch zu kaufen. Eier, genau. Ob ich noch Eier sammle. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, Eier sammle ich nicht. Ich habe hier mal richtig viel Eier in der Scheune. Aber ich habe die dann einfach verkauft, weil ich mir gedacht habe, für diese Menge an Eier, die ich einfach in der Scheune habe, lohnt sich das einfach nicht, die zu horten. Weil die Besucher, die vor das Haus kommen, es war einfach so ätzend zu warten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich auf Brombeeren gewartet hatte. Ich konnte einfach so lange kein Mais ernten, gleich bei der Maisaufgabe, weil einfach die Brombeeren alles voll gehabt. Alles einfach blockiert bei mir. Komplette Paralyse. Das ist wie, als wenn Pikachu Donnerwelle einsetzt. Ich war einfach komplett gelähmt. Und das wäre, hätte ich mich auch selber gelähmt, wenn ich Eier gesammelt hätte. Das wäre das Problem gewesen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe den Fokus auf Speck und Eier und Chili Popcorn gelegt. Ich glaube, das war auch gut so. Ich habe 1200 kostet Chili Popcorn für 10 und 2048 kosten Speck und Eier.
Ich habe ungefähr das Doppelte dann rausbekommen. Habe auch ungefähr in diesem Part hier 100.000 Münzen gemacht. Wir müssen jetzt schon die Reparatur des Angelbootes abziehen. Das heißt ungefähr 35.000. 70.000 werden noch draufkommen ungefähr. Die 100.000er Marke werden wir leider nicht knacken. Aber wir sind auf jeden Fall nah dran, die ersten 100.000 zu knacken. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wird wahrscheinlich im nächsten Part sein. Oh, endlich dann eine dreistellige Zahl stehen zu haben. Ach, dreistellig. Sechsstellig meine ich. Dreistellig, ja moin. Dreistellig wäre schlecht, glaube ich. Ah, jetzt werden sie abgezogen, die 35.000. Ich wusste es doch. So, und jetzt geht das Geld farmlos. Ungefähr 100.000 heute gemacht, die 30.000 gerade abziehen. Und jetzt noch 70.000. Ihr werdet staunen, wie viel Geld ich doch tatsächlich damit dem ganzen Zeug gemacht habe. Echt heftig. Natürlich immer hier Weizen farmen, die Eier immer ernten. Die Hühner immer ernten, meine ich. Ups, Eier ist kein Tier. Vergesse ich oft immer. Ich sage auch mal die Milch ernten anstatt die Kühe. Ja, das ist doch viel wichtiger, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr immer sagt. Sagt die Eier, sagt die Hühner, sagt die Milch, sagt die Kühe. Ich sage auch immer Milch und Eier anstatt Kühe und Hühner, auf jeden Fall. Ja, Weizenfarm. Jetzt gleich geht das Besucher-Event los. Bin gespannt. Konnte natürlich auch einiges an Weizen da verkaufen bei den Besuchern. Ich habe aber dann, seitdem das Besucher-Event dann gestartet hat, meine Produktion von Weizen auf Mais umgestellt. Das lag, wie schon eben gesagt, daran, dass unter anderem mein Silo immer voll war. Weizenfarm war so gut wie unmöglich, wie fast bei dem dreifachen Farm-Event. Hier hatte ich gerade noch meine Apfelbäume, weil ich hatte mit der ersten Farm eine Belebenaufgabe und habe mir dann gesagt, ach gut, dann kann ich auch die Äpfelbäume ernten. Ich muss die sowieso ernten wegen dem Besucher-Event. Dann kann er die auch mal eben beleben. Deswegen habe ich die dann auch direkt geerntet. Hier konnte ich mein Land erweitern. Boah, das war doch noch vor dem Geld-Event. Boah, das wusste ich nicht mehr. Oh, das war ja echt praktisch. Oh, Land erweitert. Da geht's los. Da ging's grad los. Land erweitert. Silo und Scheune erweitert. War das Silo und Scheune schon? Ja, das muss irgendwo bei Minute 2 gewesen sein. Habe ich komplett übersehen. Auf jeden Fall habe ich das erweitert. Boah, das war ja richtig praktisch dann. Ich dachte, das wäre es danach gewesen. Ja, jetzt hat ihr natürlich richtig viel Platz in der Scheune, um Chili-Popcorn und Speck und Eier zu stecken. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch gezeigt habe in der Scheune. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das gezeigt habe. Auf jeden Fall hatte ich, mein Peak war, ich glaube, 100 Chili-Popcorn oder 110. Und mein Peak bei Speck und Eier war, glaube ich, 50 oder 60. Ich bin da nie hochgekommen, weil ich immer mehr Chili-Popcorn in der Zeitung gefunden habe. Und Speck und Eier wollten die einfach nicht so häufig wie Chili-Popcorn. Was ich ein bisschen komisch fand. Da gehen die ersten Äpfel drauf. Aber egal, die haben auf jeden Fall ordentlich gekauft bei mir, die Besucher. Hab einiges an Geld gemacht. Ihr seht ja, wie das Geld jetzt so langsam hochgeht. Das ist jetzt Road to 100.000 Münzen. So muss das sein. Ja, Derby läuft auch gut in der Projektgemeinschaft. Sehr gut. Das Ergebnis werdet ihr in Part 10 sehen. Jubiläumspart. Ich weiß noch nicht, wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein, aber ja, Part 10. Ich weiß nicht genau, warum Jubiläum, aber wegen ein paar Zehen, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass da was Besonderes sein wird, aber gucken wir mal. Level up auf 28 wahrscheinlich. Ach, hier habe ich Silo und Scheune erweitert. Ah, okay. Lul. Okay, dann war das mittendrin. Das war mir nicht mehr so klar. Aber trotzdem praktisch, jetzt konnte ich immer noch stacken, weil das Event ging ja die Zeit lang. Ich konnte leider nicht so viel noch spielen, weil ich habe an dem Tag auch gestreamt, wo das Besucher-Event war. Aber ich habe trotzdem noch möglichst viel und möglichst lange vorher gespielt. Ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe dann noch ein paar Aufnahmen gemacht und dann habe ich ab 9 Uhr morgens dann gezockt, bis ich dann gestreamt habe. Ich weiß gar nicht genau, wann ich gestreamt habe, irgendwie 3, 4 Uhr mittags. Also da war auf jeden Fall einiges an Zeit drin, wo ich das Besucher-Event genutzt habe. So 7 Stunden habe ich das, glaube ich, gespielt. Da gehen die ersten Speck und Eier drauf. Ich habe natürlich nicht aktiv die ganze Zeit gespielt, ich habe zwischendurch noch was anderes gemacht, außer erzähle gespielt. Aber ich habe trotzdem immer mal geguckt, oh, ist einer vielleicht da, der was haben will? Erstmal Cookie Mac Spooky machen. Und dann, ja, erstmal was abgegeben. Cookie Mac Spooky, ja moin. Ach. Auf jeden Fall geht mir das Ausrufezeichen bei Tom immer noch auf den Sack. Muss ich echt mal. Aber es dauert noch, bis wir den einsetzen werden, denn Decken und Diamantringe werden wir ja später freischalten. Diamantringe, bin noch am Überlegen, ob ich dann für LKW nutze oder ob ich die Decken einfach für so ein Besucher-Event nutzen werde. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber werde ich mir dann überlegen, wenn es soweit ist. Ja. Ich habe mir auch sogar überlegt, noch einen zweiten Schmelzofen zu kaufen, aber werde ich noch nicht tun, denn es ist noch nicht nötig. Im Moment habe ich noch nicht so viel Schaufeln, TNT und Dynamit übrig, dass ich das machen könnte oder sollte. Mein Schmelzofen läuft immer durch mit den zwei Dingern da drin, immer Silber-Goldbarren meistens drin.
Wir werden auch gleich noch die Himbeeren noch ein zweites Mal ernten, was ich auch cool fand. Zweimal für ein Besucher-Event ernten. Das ist richtig cool. Und ja, jetzt gehen hier die großen Dinger über den Tisch. Da, 11.000 für Brombeeren. Nice. Nehmen wir mit, oder? Easy Geld. Da nochmal Chili-Popcorn für 4K. Finde ich top. Da geht das Geld in die Höhe. So muss das sein. Dann nochmal hier Mais. Wieder Brombeeren. Geht das dann? Das Geld sprudelt einfach nur so. Das finde ich gut. Ja, richtig viel Geld gemacht in diesem Part. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Nächste Part. Ich weiß nicht genau, wann er kommt. Wird so alle 3-4 Tage ein Part. Ich bemühe mich, es schnellstmöglich immer zu machen. Aber ihr wisst das. Hier steckt einiges an Zeit in der Aufnahme drin. Naja. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Besucher-Event genutzt habt. Und eure Meinung, ja, zum Projekt allgemein, wie immer, ne? Schreibt einfach mal was in die Kommentare, würde mich freuen. Feedback und so. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um immer auf den neuesten Stand zu sein, was Heyday angeht. Und meinen Aktivitäten hier auf YouTube und beim Zocken. Locker aktiv, nicht vergessen. Und ja, hier enden wir das zweite Mal die Himbeerbüsche. Jetzt noch ein paar Besucher zum Abschluss. Ich bedanke mich an alle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich etwas vergessen habe zu erklären, was im Video vielleicht gezeigt wurde, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen gerne. Bin immer da für euch ganz nah. Boah, jetzt reime ich schon, ey, richtiger Poet. Mensch, Mensch hier. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.